Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Ich habe euch ja am Samstag zwei Videos angekündigt und heute starten wir mit dem ersten und zwar mit dem Galoppverbesserungsvideo von der Püppi. Wer das nicht weiß, als ich sie bekommen habe im Oktober ungefähr, war der Galopp echt eine kleine Katastrophe gewesen. Und inzwischen bin ich ziemlich stolz darauf, wie sie das jetzt alles umgesetzt und aufgebaut hat. Und was eigentlich mein einziger kleiner Trick oder die einzige Übung war, die da wirklich sehr, sehr, sehr viel gebracht hat, das werdet ihr jetzt in dem Video erfahren. Vorher geht natürlich aber auch diesmal ein ganz lieber Gruß raus an die Community. Und zwar an die liebe Pia. Und wenn ich weiß, was das hier ist, sollte auf jeden Fall in der Infobox vorbeischauen bei der Glockaktiv-Aktion. Und dann geht's jetzt ganz schnell los. Schon in der lösenden Trabarbeit fange ich an, auf den Zirkellinien den Zirkel zu verkleinern, weil ich einfach für mich die beste Übung darin gefunden habe, das Pferd sowohl aufs Hinterbein als auch kräftig zu bekommen. Und sie müssen sich dabei einfach selber aufnehmen, selber tragen lernen und trotzdem ist es locker und geschmeidig, weil es ist eine Biegung und es ist jetzt nicht so, dass man die ganze Zeit am Zügel hängt und bremsen will und sie hochkriegen möchte. Sie müssen das eben in dieser Übung selbst lernen, dass sie eben sich aufnehmen und sich tragen, weil ansonsten ist so eine enge Wendung einfach nicht möglich, zumindest nicht geordnet. Und ich mache dann auch viele, ja, Hufschlagfiguren, die es eigentlich gar nicht so gibt in der klassischen Weise. Aber es geht mir dabei einfach viel um Wendungen, ganz egal wo die liegen, wo diese Zirkel oder Runden, Schlangenlinien, wie auch immer liegen, ganz egal, ich versuche da immer ganz viel rund einzubauen. Ich bin auch ein großer Fan von Schlangenlinien durch die Bahn, mit 3 Bögen, mit 4 Bögen, mit 5 Bögen, ganz egal. Weil da kann ich dann einfach überprüfen, ob ich das Pferd wirklich am Bein habe und ohne großartig an den Zügel zu gehen, harmonisch umstellen und umbiegen kann, dass sich dann nichts in der Anlehnung ändert, dass sie weich bleiben vorne und sich trotzdem in den engeren Bögen dann jeweils an den langen Seiten selbst aufnehmen müssen. Und hier gefällt mir das eigentlich schon sehr gut bei der Puppy. Sie ist in einer konstanten Anlehnung. Ich kann sie aber jederzeit abwärts und aufwärts wieder reiten. Der Übergang war nicht so harmonisch, deshalb habe ich das nochmal wiederholt. Das war so ein bisschen stockend. Jetzt habe ich das mehr von hinten durchgetrieben und dann war das ganz flüssig. Bei ihr ist es ganz wichtig, dass ich sie am Anfang erstmal locker im leichten Sitz oder, also leichter Sitz ist nicht zwingend, aber dass ich sie locker vorwärts galoppiere, weil sie ist am Anfang immer so ein bisschen steif und fest und braucht erstmal ein bisschen, bis sie sich da im Rücken schön gelockert hat und da drehe ich einfach ein paar Runden auf beiden Händen, einfach wirklich außenrum große Linien, dass sie sich da erstmal ein bisschen bewegen kann und ein bisschen in ihrem Körper ankommen kann. Und ihr seht schon, hier fängt es jetzt schon an, dass sie merkt, ihr Körper wird lockerer und sie fängt selber an, loszutreten an den langen Seiten. Das werdet ihr dann später auch noch sehen. Aber jetzt kommt eigentlich mein Hauptaugenmerk in der Galopparbeit und zwar das Zirkel verkleinern. Ich mache das sehr, sehr oft in einer Stunde, wenn ich meine Pferde reite, mit allen wirklich, weil ich darin einfach den größten Sinn finde, das harmonisch zu machen. Sie müssen sich selbst tragen, wie ich vorhin schon im Trab gesagt habe. Dabei achte ich aber darauf, dass sie wirklich hinten aktiv mitspringt. Und ich habe dann auch eine längere Gerte, jetzt nicht so eine kurze Springgerte, sondern eine Dressurgerte, wo ich sie einfach, ohne dass ich vorne an der Anlehnung was ändere, wenn ich mit der Gerte komme, dass ich da hinten kurz antippen kann, wenn sie zu langsam wird, dass sie einfach wieder schön anspringt im Galopp und dass sie da kräftig von hinten durchfußt. Und dann fange ich auch schon an, auf die lange Seite zu gehen und so ein bisschen Galoppsprünge zu verlängern. Das ist dann jedes Mal so eine kleine Steigerung, die da dann reinkommt. Jetzt war das noch nicht so explosiv, wie ich das gerne hätte. Wichtig ist aber, dass sie das Zurücknehmen dann auch durchfußt. Hier habe ich dann kurz mit der Gerte mal kurz angetippt, habt ihr gesehen, weil sie mir fast ausgegangen ist im Trab, in den Trab. Deshalb habe ich da dann wieder kurz ein bisschen aktivieren müssen. Hier, wer weiß, was da war, was sie da
geguckt hat, keine Ahnung, aber das kann ja alles mal passieren, das ist ja nicht schlimm. Wenigstens ist sie wach bei sowas. Dann hier wird das Ganze schon noch ein Ticken aktiver. Jetzt hole ich sie zurück in der Ecke und da fällt sie mir fast aus, aber sie ist schön hinten durchgesprungen, weil ich gut dran gesessen habe in dem Moment. Hier ist sie wieder noch ein bisschen energischer losgaloppiert und das ist auch was, was ich ganz, ganz oft mache, dass ich sie deutlich nach vorne und deutlich zurückholen kann, ohne dass man da großartig was sieht in meiner Hilfengebung, also dass ich da jetzt nicht sonst wie an den Zügel gehen muss oder sonst wie in den Hintern treten muss, dass das einfach so ein Automatismus ist, dass sie da auf kleine Hilfen reagiert. Und das Ganze mache ich dann genauso im leichten Sitz. Auch da muss sie schön zurückkommen, muss sich hinten draufsetzen und auch da muss sie schön lostreten. Also ganz egal, in welcher Situation, das muss immer funktionieren. Danach setze ich mich wieder hin, schließe sie vorne, hole sie wieder auf eine kleinere Linie und mache das Ganze dann natürlich auch nochmal auf der linken Hand. Das muss natürlich immer gleichmäßig auf beiden Händen gymnastiziert werden, sowas. Hier seht ihr jetzt wieder das Zirkel verkleinern, dass sie da schön von hinten durchspringt, aktiv bleibt. Und wenn das ein paar Runden, so 2, 3, maximal 4 Runden auf der kleinen Linie ging, vergrößere ich das schon, weil es natürlich auch ein ganz schöner Kraftakt, das zu halten. Und das muss man ja auch nicht überstrapazieren, weil sie sollen ja daran immer noch Freude haben und das verbessern wollen. Und wenn ich das dann einfach zu sehr mache, dann haben sie keine Kraft mehr für die darauffolgenden Übungen. Und ihr seht, ich mache das wirklich auf beiden Seiten eigentlich sozusagen fast spiegelverkehrt, weil es muss auf beiden Händen in allen Situationen alles funktionieren. Im Parcours kann man sich das auch nicht aussuchen, wie die Linien liegen und da ist auch mal eine schwierige Linie auf der schlechteren Hand des Pferdes oder wo man selber nicht gerne auf der Hand reitet, aber es muss alles funktionieren. Deshalb ist es immer ganz wichtig, dass ihr sowas nicht nur auf einer Hand, wo es vielleicht Probleme gibt, löst, sondern auch immer die andere, die bessere Hand mitarbeiten. Hier nochmal schön verkleinert, von hinten kräftig durchgesprungen. Und ihr seht, das waren jetzt eigentlich nur 2 Runden auf der ganz kleinen Linie und dann habe ich sie schon wieder Schritt gehen lassen. Wie ihr gesehen habt, ist das eigentlich gar kein Hexenwerk und eigentlich ganz simpel, aber das muss eben korrekt ausgeführt und geritten werden und muss eben vom Pferd auch erstmal so angenommen und umgesetzt werden. Das war eben das Problem. Sie konnte sich überhaupt nicht tragen und selber halten und ja, Selbsthaltung war da irgendwie nicht so anwesend und das reinzukriegen war sehr, sehr schwer. Also da hat wirklich, da habe ich viele Nerven dran gelassen, bis sie das so gemacht hat und auch den engen Zirkel halten konnte und aus der Kraft das Ganze gemacht hat. Aber ich hoffe, ich konnte euch da draußen oder jemandem von euch da draußen damit einen kleinen Tipp und ein bisschen Anstoß geben, was vielleicht simpel, aber sehr wirkungsvoll sein kann, wenn ihr eben Probleme habt mit Pferden. Das kann natürlich genauso auf den Trab übertragen werden. Wenn eure Pferde immer im Trab so auf der Vorhand rumrennen, genau das gleiche Prinzip. Ja, Zirkel verkleinern ist bei mir, weiß nicht, das mache ich gefühlt irgendwie die halbe Reitstunde. Also mache ich wirklich sehr, sehr oft. Also es ist auch nicht immer nur auf dem normalen Zirkel, auf dem Mittelzirkel oder einfach mal Volten wirklich kleiner und kleiner und kleiner irgendwo in der Bahn. Das ist natürlich auch sowas, weil dann haben sie eben auch gleich so keine Anlehnung. Ja, also sie kann sich eben nicht außen an der Bande im Grunde anlehnen und da Halt suchen. Sie müssen sich selbst tragen, selbst die Balance finden, das Gleichgewicht halten und das ist, finde ich, eine der einfachsten und ja, lohnenswertesten Übungen, die man dafür machen kann. Und ich hoffe natürlich, dass es euch geholfen hat, dass es euch gefallen hat, dieses kleine, kurze Trainingsvideo und diesen Einblick, wie ich das geschafft habe bei ihr. Und ihr könnt mir doch mal gerne unten in die Kommentare schreiben, was ihr sonst noch so für, ja, Trainingstipps, Wissensvideos, was auch immer, sehen möchtet. Es ist auf jeden Fall schon einiges so in meinem Hinterkopf. Also, wie gesagt, die Seitengänge kommen am Donnerstag um 6 Uhr. Dann habe ich noch was zu Reithalftern im Kopf.
Und noch ein bisschen anderes. Aber ich bin irgendwie gerade ein bisschen zwischen den ganzen Arbeitsschritten zu Hause und bin gerade ein bisschen durcheinander. Schreibt mir da noch gerne einfach in die Kommentare, was euch interessiert, was ich da vielleicht mal mit einbauen kann in die Videos. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich dann am Dienstag um 6 Uhr beim Seitengänge-Video wieder mit Lumpi. Und ich finde, er hat das ganz toll gemacht. Ich war erst skeptisch gewesen, ob das an dem Tag so klappt, weil Tage vorher war er nicht ganz so motiviert bei der Sache, aber an dem Tag hat er ganze Arbeit geleistet und war super drauf. Das solltet ihr also auf keinen Fall verpassen. Und dann werde ich mich jetzt am liebsten ganz schnell verabschieden. Ich muss nämlich noch ganz schön viel machen heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns hoffentlich am Donnerstag um 6 Uhr wieder. Und ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche bis dahin und bis zum nächsten Mal. Tschüss!